ein Scherz, die zu mir gesagt hast, du stellst nicht die Bilder aus, die du gemalt hast, sondern die Platten, aus denen du die Bilder ausgeschnitten hast. Die schwarzen Löcher der Kunst. Die Fenster, aus denen sich die Bilder in die Ewigkeit der Kunstgeschichte hinausstehen. Hör zu! Die Abwesenheit der Bilder. Nach dem Zweiten Weltkrieg, sagt Marcello Kremer, kann man keine Bilder mehr malen. Sie existieren noch, aber sie lassen sich nicht mehr fixieren. Die Bilder, die man malen müsste, kann man auf keiner Leinwand darstellen. Sie sind so unerbittlich, das hält die Leinwand nicht aus, das bringen die Farben nicht. Ich zeige die Sprachlosigkeit der Bilder. Nicht du schaust das Kunstwerk an, das Kunstwerk schaut dich an und leiht dir seinen Blick. Champagner! Von der Vernissage! Champagner! Auf Marshmallow! Auf Marshmallow! Sauté! Sauté! Und auf Colin! Ich auf Colin? Sartre hat seine Dissertation gelesen und ihm angeboten für die Temps modernes. Was tun Sie gerne, Rodolfo? Ach, das ist schon so weit weg. Ich habe ein Exemplar von meinem Roman geschickt. Mit Widmung. Ja, sie hat sich nicht auch gemeldet. Vielleicht hat sie gar nicht mitbekommen, was es für ein Erfolg geworden ist. Ich habe dir immer gesagt, lass Alfred sterben und das wird er fast selber. Gar keinen anderen Ausweg. Ja. Er konnte ohne Beatrice nicht leben. Er hat die Polizei provoziert und sich so zum Märtyrer für die Freiheit gemacht. So etwas liest man gerne in Tagebüchern. Charles de Gaulle hat wirklich aus dem Morgen danach zitiert. Ein Heldentod aus Liebe. Das hat mich nie überredet, oder? Ja, sie hat mich wirklich gedrängt. Und sie hat immer daran geglaubt, dass es gut wird. Wie praktisch! Ich suche eine männliche Muse. Eine Gesellschaft für weibliche Kunst. Ja? Lach mich nur aus. Wir haben schon 80 Mitglieder. Und die Edition de Minuit interessiert sich für mein Manifest. Ich habe sie wirklich bedient. Und einmal zwei, drei Tage in Lava bin ich durch die Straßen gelaufen und habe sie gesucht. Ich habe sie mehr gebraucht als jemals irgendeinen anderen Menschen auf dieser Welt. Sei es Frauen oder Lektoren. Rodolfo, du hättest sie vielleicht heiraten sollen und überall ganz offiziell als deine Frau vorstellen sollen. Dann wäre sie vielleicht gut. Was sagst du? Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich doch ein ziemlich eigenartiger Spießer gewesen. Oder etwa nicht? Ja. In povertà mia vita, schade da gran signore, rime e dimmi d'amore. Per sogni e per chimere, e per castelli in aria, l'animo migliorare. Am Strande der lichtgrünen See.